überlege gerade. Weil das ist ja direkt da vorne. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja. Ich mache jetzt trotzdem den Wald. Weil ich krieg da ja sowieso Geld und wie gesagt, jetzt für die. Also ich wüsste jetzt auch nicht so eine große Stelle, wo ich den jetzt unbedingt brauche. Ja, theoretisch doch. Aber. Nee, ich mach das so. Bin damit zufriedener. Ja, deswegen. Ich mach das so. Ich gehe jetzt erstmal in den Wald und danach können wir gucken. Dann habe ich ja auch den Bogen. Das ist ja auch nochmal angenehmer. Ja. So, hier haben wir sowieso noch nicht viel. Ich glaube, hier werden wir nur Sachen bei Nacht. Aber das ist aber auch angenehmer, wenn wir das machen, wenn die Monster weg sind. Im Moment, gehen die überhaupt weg? Keine Ahnung. Weißt du, was sogar noch schneller hätte gehen können? Wenn ich erst zum Heliasee gegangen wäre. Habe ich aber nicht. Ja. Weil dann hätte ich die Vogelscheuche kriegen können und dann müsste ich diesen ganzen Quest da nicht machen. Nein, es geht nicht viel schneller. Mache ich eigentlich lieber. Weil hätte ich schon mal beim Heliasee alle die ganze Kacke machen können. Achso, muss ich mir das beschissene Lied vorspielen. Ja, der will mich nicht durchlassen, der Lümmel. Ich hole mir gerne die Vogelscheuche dort. Weil da kannst du das komplette Labyrinth mit skippen. Ich mag das Labyrinth übrigens überhaupt nicht. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur in ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut. Ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie kommst du mir bekannt vor, hat er, glaube ich, gesagt. Niemand mag Mido. Der hat mich gerade so hart aufs Konzept gebracht. Hier war das Ding. Okay. Ich will jedes Mal hier links gehen, aber es ist geradeaus. Dann ist es links. Und dann ist es rechts. Ich weiß gar nicht, ob in den Dingern auch welche drin waren. Ja. Ich glaube, Sachen zu skippen findet man ja einige, ne? Aber hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig. Ja, damit dich keine miesen Typen erwischen. Ja. Zettel stell dich gleich in die richtige Richtung. Schon Gang hinab, wenn du in die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte Z gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke, so kann dir niemand auflauern. Ach. Nö, wir machen das casual. Achso, die brauchen ja nur einen Schuss. Jo, alles klar, danke dir. Ja, Phantomgarnung geht ja. Der ist ja nicht schwer. Der ist nur nervig. Aber dankeschön. Bin mal gespannt, wie es noch läuft. Yo, Chowi, ne? Danke dir. Waren heute erbauliche Gespräche, kann ich auf jeden Fall sagen. So, was das? Nein, höre ich, glaube ich, noch.
Das ist schon der L. Es gibt einen, der immer wieder mich ins Wasser geschubst hat, früher, als ich klein war. Niemand mochte ihn. Das sind übrigens, so viel ich weiß, die Dinger aus, das sind die Bockblins sozusagen, die Schergen von Ganondorf. Kann ich den eigentlich anvisieren? Nö. Boah, ein Partikel. Yay. Mami. Boah, ich bin echt gespannt, ne? Wie lange wir das heute durchziehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich später irgendwie sage, ach komm. Dann haben wir ein Problem, weil ich kann ja nicht ausmachen. Kann ja nicht ausmachen. Lali ist weg. Wo die wohl die 7 Jahre herumgelungert hat? Keine Ahnung. Jetzt haben wir wieder. Jetzt kommt's. Das Sieg ist auch echt schön. Der Fluss der Zeit ist grausam, deine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Manuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Jetzt geht's los, Leute. Genießt die Mucke von Sheik. Das ist übrigens dieselbe Harfe, die Zelda in Skyward Sword hatte. Links, nicht nach oben. Was drücke ich denn da? Schön. Du hast das Manuett des Waldes erlernt. Ja! Was? Wir werden uns wiedersehen. Irgendwann. Oder auch nie. Tschüllülü. Direkt den Tempel. So, Rinder. Ich weiß gar nicht, ist... Ob noch im... müssen wir mal gucken. Wegen, Skulltulas fällt mir gerade ein. Oh. Oh. Der Respawner. War das nicht mal 2? Ah. Ach ja. Und sonst, Leute? Wie sieht's aus? Wer ist noch da? Wer hat noch Bock? So. Erstmal die Skulti holen. Die können wir sogar, glaube ich, alle an einem Stück, in einem Rutsch holen, die aus dem Forest Dungeon. Wenn ich mich nicht vertue. Nur, dass ich den Forest... Ich mag eigentlich... Also, ich bin ehrlich, deswegen habe ich ja schon vorhin gesagt, ich mag keinen Dungeon hier. Als erwachsene Version. Obwohl, kann ich einfach... Ja, sicher. So, damit hätten wir den ersten Raum durch. Das Gute ist, man kann die Instant killen. Nö. Und ran in die Haupthalle. Das war nicht mehr zurück.
Ist keiner mehr da? Ach komm. Ach komm, jetzt wird's doch echt lustig. Nicht mal 8. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes lang? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo, wie, was, wo war. Deswegen, wir müssen jetzt hier ein bisschen rumprobieren. Das kann ich euch schon mal sagen. Und dann schauen wir mal. Bin so froh, dass wir hier kein dieses Verfluchte kriegen. Also das wäre hier echt nervig. So, schau. Ich glaube, oben brauchen wir auch noch was Besonderes. Ja. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Ja, ich habe sie gesehen. Das ist, wo wir die Dinger hinschieben sollen. Und das mag ich auch über. Also, was ich hier überhaupt nicht mag, ist, wir hören hier die ganze Zeit diese Geisterdinger. Und die sind halt ganz woanders. Und das hat mich früher als Kind total irritiert. Im Bildschirm geht übrigens gleich aus. Okay. So, jetzt geht er nicht mehr aus. So, haben wir eine Leiter. Ich bin gerade so planlos bei dem Dungeon hier. Oh, das sehen wir ja schon, ne? So, da haben wir noch so eine Kiste. Da kommt eine Kiste. Aber da brauchen wir erstmal die Sachen für. Ich muss sagen, ich freue mich schon total auf morgen. Morgen chill ich total. Nee, gar nicht. Ich muss morgen... Eigentlich wollte ich ja für morgen schon die Videos schneiden. Boah. So, das war eigentlich der... Okay. Jetzt muss ich überlegen. Moment. Wieso bin ich denn hier gerade so ratlos? Kann ja nicht wahr sein. Aufs Essen bin ich auch morgen total gespannt. Also beziehungsweise bei mir gibt es einfach Mettbrötchen. Aber trotzdem, ich freue mich auf Mettbrötchen. Kann man immer essen. Lecker Schmecker. Ja. So. Ich glaube, wir können da regulär schon durch. Aber um da weiter... Ja gut, um da weiterzukommen, muss ich eh gleich... Ja. Fuck. Kann ja noch gar nichts machen. Das war die Befürchtung, die ich hatte, dass ich noch keinen Schlüssel dafür habe. Ja gut, das ist kein Problem. Wir müssen ja dann später nur noch einmal hier hochlaufen, aber dafür haben wir ja alles. Quasi. Quasi. So, das hätten wir. Verkackt. Quasi. War da nicht auch zu? Nee.
Mhm. So. Komm. Die Guten. Alter, die haben so eine krasse Reichweite. Okay. Also die lassen zwischendurch das Schild einmal fallen. Oh, da müsste ein Schlüssel drin sein. Gut. Hat nur gereicht. Ja, manchmal, irgendwann despawnen die. Deswegen gut, dass ich das vorher gesehen hab. Okay. Jo, jetzt können wir nach oben lang. Da ist jetzt die Frage, was ich halt am meisten anbiete gerade. Wieder oben lang. Ja, Dungeon Map haben wir halt auch noch nicht. Das ist auch nicht gut. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon... Also die andere Tür können wir auf jeden Fall noch nicht lang. Das weiß ich, weil da brauchen wir Pfeil und Bogen für. Ja, also wie gesagt, bei dem Dungeon bin ich ein bisschen raus. Eigentlich bei jedem Dungeon danach. Das wird so okay. Oh, noch eine Nachricht. Es war bestimmt deswegen. Ja. Alles klar. Ah. Wir sind erst bei 6 Stunden. Ich liebe es übrigens, wie die Pflanze dann immer da reinkommt. Ach, Kacke. Jetzt, wo ich keine mehr brauche, ne? Oh, guck mal, wie grazil der da steht im Wasser, der Deko-Stick. Den kann ich nicht einsammeln? Heftig. Okay. Dann halt nicht. So, das müsste noch zu sein. Was hatten wir hier oben? Ich glaube, war hier nicht auch irgendwas? Wieso bin ich dir gerade so hilflos? Aber schöne Ranken. Es gab eine Stelle, ich glaube, das ist die sogar da hinten rechts. Da kannst du ja jetzt schon hoch. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo, wie soll ich sagen? Wenn man da irgendwie... Da war irgendwas und dann denkst du dir so, wann bin ich eigentlich da gewesen, so. Aber mal sehen, was wir kriegen. Kriegen wir sogar was Feines. Feini, feini. Oh, Karte oder Kompass. Sehr gut. Oh,
Dann schön, wenn die richtig rum wäre. Beides ist schön. Kann ich beides mitleben. Karte. Sogar noch besser. Also eigentlich ist das ja so ein Ding, wo man eigentlich ja später lang sollte, wenn ich mich nicht vertue. War hier nicht der Hügel? Oder wo war das? Es gibt irgendwo so eine Stelle. Da! Ich will mal ausprobieren. Junge, geh doch einfach weiter. Was macht er bestimmt nicht? Ja. War andersrum besser. Na egal. Hätte man ja mal probieren können, ne? Wo der hier war. Da hinten. Guck mal, der hat nicht geladen. Interessant. Weil hier habe ich so lange versucht, immer wieder mich hochzuziehen, ne? Ist jetzt nicht wahr, ne? Um zu dieser Kaktruhe zu kommen. Als ich klein war. Habe ich das einfach direkt am Anfang geschafft. Ja gut, weil da war immer mit der Regenbogenpolka oder wie das... Regenbogen, mit der Vogelscheuche. Wollte ich das dann immer machen. Ich habe doch A gedrückt. Ah! Okay. So, jetzt kommen wir einmal rum. Da vorne ist auch nochmal ein Herdkern. Und dann ist da eine Truhe und dann kriegen wir nochmal einen Schlüssel. Dann hätten wir aber schon mal einiges geschafft. Also mehr als ich dachte. Also besonders, wir haben dann zwei Schlüssel. Das kann sogar sein, wenn wir jetzt oben rumlaufen, da fehlt immer einer. Immer. Weil wir jetzt den ja schon gekriegt haben, können wir sein, dass wir den einen Weg gespart haben. Ich bin gespannt. Ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Ich bin noch nie so lang gelaufen. So, genau. Dafür müssen wir jetzt... Boah, der Kompass wäre doch sehr hilfreich gerade. Dass ich mich wenigstens ein bisschen besser orientieren könnte. Ja, also ein schlimmer Aufbau ist das hier nicht. Es ist verwirrend. Ich mag übrigens diese kleinen Kerzchen überhaupt. Die sehen auch in der 3DS-Version echt cool aus. Ich warte übrigens, dass die irgendwas droppen oder so. So, lass mich mal bitte hier alle in Ruhe. Ja. Ne, ich würde auf jeden Fall den Dungeon machen und dann gucke ich, ob wir noch den nächsten machen. Ja, ich habe halt Sorge. Weil wir sind erst bei 6 Stunden, Stream läuft seit 7. Also der Stream wird garantiert auf die 24 hinauslaufen. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich habe wirklich, ich habe so hart das Gefühl, dass ich das irgendwie mental nicht hinbekomme. Aber schauen wir, ne? Wenn ich hier so, irgendwie einen Zusammenbruch habe, dann seid ihr die Erste, die es erfahren. Nein, kriegen wir schon hin. Ach, das kriegen wir hin. Kinders. Wir haben vieles schon geschafft. Schaffen wir sowas ja auch. So, meine Guten.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im Master Quest haben sie sogar was gedroppelt. Deswegen wäre der Kompass ja gar nicht schlecht. Deswegen Master Quest ist auch total verwirrend, weil die spielen ja damit, dass du das Spiel ja eigentlich kennst.